wie du deine persönlichen Fragen von den Engeln beantwortet bekommst, was du dafür tun kannst und welche Möglichkeiten das dir bietet, darum soll es heute gehen. Danach schauen wir ins Tagesorakel, beten miteinander und das alles kommt nach dem Intro. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen am 5. Februar 2022 zu deinem Engeltagesthema, Tagesorakel und Morgengebet. Schön, dass du einschaltest und schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Udo Golfmann, ich bin Hellseher und spiritueller Lebensberater und gerne für dich da, in einer persönlichen Beratung. Die Engel kennen deine Zukunft, deine Potenziale und Möglichkeiten ganz genau. Liebe Verstorbene sind ständig um dich herum und so viel Liebe und Licht ist in dir. Du hast ungeahnte Kräfte, Möglichkeiten und Chancen. Möchtest du in der Liebe vollkommen glücklich sein? Hast du Lust auf beruflichen Erfolg, finanzielle Erfolge oder? Dann sind die Engel mit all ihrer Liebe natürlich gerne für dich da. Ich weiß, dass wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und gar nicht wissen, wie geht es eigentlich in der Zukunft weiter. Dadurch kannst du aber vom Rat der Engel profitieren. Ich arbeite 25 Jahre mit den himmlischen Wesen. Ich lege seit über 25 Jahren professionell. Seit mittlerweile 30 Jahren lege ich Karten, habe also Kontakt zu den Engeln und zu lieben Verstorbenen. Und das ist mittlerweile 30 Jahre und eigentlich schon länger, weil ich denken kann, ist der Kontakt da. Nur, dass ich auch innerhalb der Familie und für Freunde begonnen habe, das zu tun, ist schon 30 Jahre her. Und von dieser Erfahrung kannst du profitieren. Wir können für dich hier klar in die Zukunft schauen. Das ist ganz, ganz klar. Ich bin jeden Tag erreichbar, von montags bis sonntags. Manchmal kommt natürlich vor, dass ich den Tag frei habe, aber dann machen wir einen Termin an einem anderen Tag. Und du erreichst mich tatsächlich weltweit zum gleichen Preis. Es gibt keinen Aufschlag, wenn du es nicht möchtest. Du hast die Möglichkeit, weltweit einen Beratungstermin mit mir zu buchen. Du kannst ihn aus Deutschland buchen, du kannst deinen Wunschtermin buchen, du kannst aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe Klienten aus Italien, ich habe Klienten aus Großbritannien. Also überall in der Welt habe ich Klienten und die nutzen den Weg der persönlichen Beratung. Den persönlichen Termin, das geht entweder per Rückruf, per Telefon, dann kommt ein kleiner Aufschlag an Gebühr dazu, aber es gibt auch, wie gesagt, die Möglichkeit ohne Aufschlag, dann nutzt du einfach den Rückruf über den Telegram-Messenger, da kann ich dich auch drüber zurückrufen, dann zahlst du gar nichts obendrauf, sondern nur die reine Beratungsgebühr. Aus Deutschland, aktuell noch nicht für Österreich und die Schweiz. Ich bin dran, das auch hinzukriegen, vielleicht kommt es demnächst, aber aktuell nur aus Deutschland, kannst du mich auch täglich zwischen 11.30 Uhr und 21 Uhr persönlich direkt anonym erreichen. Dazu wählst du einfach die Nummer, die am Ende eingeblendet ist oder die ich dir jetzt einfach nenne, 0900 377 8875 und das kostet 2,99 Euro pro Minute aus allen deutschen Netzen. Also egal ob Festnetz, mobil, es ist immer der gleiche Preis. Es gibt keinen Preisunterschied. Und da kannst du deine Fragen stellen, deine Engelbotschaften holen, einen Jenseitskontakt bekommen. Ne? Also ich beantworte zu allen Themen deine Fragen. Nutze die Möglichkeit und komm in eine persönliche Beratung. Zumal die Beratungspakete, die Terminbuchung, habe ich aktuell noch im Sonderpreis. Und den kannst du natürlich auch nutzen. Ne? Also jetzt freue ich mich auf dich, auf eine persönliche Beratung mit dir und wir schauen ins Tagesorakel. Und ich mische für dich die Nummernkarten der goldenen Zeit und frage dadurch die urliebe Lichtquelle und die Engel, was sie dir sagen möchten, was für Energien heute vorliegen, was wir zu beachten haben und wie wir das Beste aus dem heutigen Tag machen können, beziehungsweise was vielleicht auch global ansteht, auch das kann vorkommen. Wir haben den Turm, wir haben den Storch und wir haben den Hund. Diese Konstellation sagt erstmal keine Veränderung. Der Hund zeigt es auch nochmal an, es bleibt heute alles wie es ist. Es ist nicht schlecht, es ist nicht gut, es ist einfach nur kein Tag für Veränderungen. Wenn du Lust hast, dich zu verändern und zu wandeln, warte noch, heute ist der Tag dafür nicht geeignet. Klare Ansage. Auch auf der globalen Ebene tut sich heute gar nichts. Es wird einfach Stillstand, ein Tag des Stillstands, was wie gesagt neutral zu bewerten ist. Es ist weder ein besonders positiv noch ein besonders negativer Tag, sondern einfach
einfach ein Tag, an dem wir keine Veränderungen haben, an dem alles so bleibt, wie es ist. So, jetzt schauen wir natürlich noch ins Kraft der Engel-Orakel. Auch da wollen wir schauen, dass wir hier die Chancen, Potenziale und Möglichkeiten für dich nutzen, die dieses Orakel zu bieten hat. Und wir haben bessere Gesundheit, neue Liebe und die Engel der Liebe. Also, das ist einfach ein Hinweis. Jetzt sagen mir gerade die Engel, wie es weitergehen kann, wenn du diese Energie nutzt. Also wenn du einfach sagst, heute lasse ich einfach 5 Grad sein, lass einfach alles so sein, wie es ist. Konzentriere mich tatsächlich ganz auf mich, auf meine Bedürfnisse, Gefühle und dergleichen. Dann wirst du erleben, dass die Engel dich wunderbar führen, und zwar im Bereich Liebe und Partnerschaft. Wunderschöne Konstellation. So, schauen wir ins Engel-Orakel für jeden Tag und schauen, was da noch für uns für eine Botschaft kommt. So, die Beziehung. Guck mal. Auch das passt natürlich zu den neuen Liebe und den Engeln der Liebe heute sehr gut, ne? Deine wichtigste Beziehung ist die mit dir selbst und die Beziehung mit der Urquelle. Und jede andere Beziehung hat dort ihren Anfang. Um eine Beziehung zu ermöglichen, zu heilen oder ins Gleichgewicht zu bringen, kuschle dich enger an deinen liebevollen Schöpfer. Wenn du dich in deiner Seele sicher und geliebt fühlst, werden deine anderen Beziehungen auf die gleiche Weise erblühen und gedeihen. Ach, wieder so schöne Botschaft. Ich liebe dieses Orakel sehr, ne? Du siehst, es ergänzt sich wieder alles. Orakel für Indigos kommt jetzt an der nächsten, als nächstes. Auch da schauen wir rein. Mal gucken. Erforsche. Guck mal, auch das ist spannend. Nutz den Stillstand. Eigne dir Wissen an. Lese mal wieder etwas. Ne? Tu wirklich dafür heute etwas. Da kannst du tätig werden. Das ist heute zum Beispiel sehr gut in der Energie. Als vorletztes Orakel sind wie immer die Kinder dran. Denn schaut, liebe Kinder, gebt gut Acht. Ich habe auch euch etwas mitgebracht. Was haben wir denn da für euch? Wieder das Gute. Guck mal, die gleiche Karte, die hatten wir, glaube ich, gestern schon, ne? Genau, die hatten wir gestern auch. Spannend! Also du musst wieder sehen, wie gut du bist. Die Engel sehen nur das Gute in dir und du benutzt auch heute wieder die Worte: Ich bin ein wertvoller Mensch, ne? Auch das ist spannend. Das passt auch zum Stillstand für die Kinder. Gibt heute auch keine Bewegung, sozusagen. Denn wir haben die gleiche Botschaft wie gestern. Jetzt nehmen wir natürlich auch noch das Edelstein-Orakel. Schauen, was hier noch für ein wertvoller Edelstein zu uns kommen möchte. Der Malachit ist heute da und der Malachit möchte dich zu innerem, äußeren Fülle und Wohlstand führen. Er möchte den Fluss der Energie der Urquelle wieder ins Lot bringen für dich. Und dafür werde ich dir unten natürlich etwas verlinken, was genau dafür sorgen wird. Und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Wichtel und alle Wesen von Liebe und Licht jetzt an unsere Seite und ich lade sie ein, mit uns zu beten. Ich verbinde mein Herz in Liebe mit deinem und lade dich ein, dein Herz in Liebe mit meinem zu verbinden, denn wir sind jetzt alle eins im Gebet. Geliebte urliebe Lichtquelle, danke, dass du uns hilfst, einfach mal 5 Grad sein zu lassen, einfach mal stillzustehen und nicht wieder Veränderungen anzustreben. Danke, dass du heute einfach mal alles so sein lässt, wie es ist und wir uns ausruhen dürfen. Und danke, dass du den Kindern hilfst, das Gute in sich selbst zu sehen. Danke, dass du für alle, die den Stein oder den Anhänger, den ich unten verlinke, bestellen, diesen mit deiner Kraft des Wohlstands, des Reichtums und der Fülle energetisierst. Danke und so ist es. Erzengel Michael sagt, halte deinen Blick auf das Ziel deiner Intention gerichtet. Das ist wichtig. Lasst uns dafür beten. Ich danke euch, geliebte urliebe Lichtquelle und Erzengel Michael, dass ihr mir helft, mich auf meine innere Vision und Intention zu fokussieren. Ich bitte euch um eure Führung, damit ich alle Ängste oder Zweifel loslassen kann und das nötige Vertrauen und den Mut finde, meine Träume in die Tat umzusetzen. Danke und so ist es. Erzengel Raphael sagt, zweite ärztliche Meinung. Also solltest du eine Diagnose haben, mit der du nicht so klarkommst, wo du ein anderes Gefühl hast, scheue dich nicht, dir eine zweite Meinung zu holen. Insgesamt, lass uns dafür beten.
Geliebte urliebe Lichtquelle und Erzengel Raphael, führe mich zu den besten Ärzten, Heilern oder Therapeuten für meine persönliche Situation. Danke, und so ist es. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns, sehen uns, erleben uns in einer persönlichen Beratung. Die urliebe Lichtquelle, sie segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie tief in deinen Körper, Geist und Seelensystem hineinfließen. Berühre dich in jeder Zelle deines Körpers und führe und beschütze dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Liebe und Licht, bis morgen oder in einer Beratung. Udo Golfmann, tschüss.